Challenge League ist heute Abend der Spitzenkampf St. Gallen gegen Lugano auf dem Programm gestanden. Dass St. Gallen als Absteiger vorne mitspielt, das ist nicht weiter verwunderlich. Eher eine Überraschung ist, dass Lugano zwei Spiele vor der Winterpause die einzige Mannschaft ist, die noch nie geschlagen worden ist. St. Gallen zuhause könnte jetzt aber ein harter Brocken werden für den FC Lugano. Zuhause im eigenen neuen Stadion hat der FC St. Gallen nämlich erstens noch nie verloren und zweitens noch nie ein Goal bekommen. Bei dieser Unterstützung wundert es nicht, dass der FC St. Gallen zu Hause so erfolgreich spielt. Heute kamen über 17.000 Zuschauer ins neue Stadion. Saisonrekord. Die Einheimischen starteten schwungvoll. Sebastian Koller hätte in der 7. Minute den FC St. Gallen bereits in Führung schießen müssen. Die Ostschweizer zeigten in den ersten Minuten zügig und präzis vorgetragene Ballstaffetten. Es ging einfach zu schnell für den FC Lugano. Moreno Merenda gelang in der 11. Minute aber das 1:0 ebenfalls nicht. Drei Minuten später faulte Preisig den wirbligen Winter. Freistoß für St. Gallen ausgeführt von Sebastian Koller. Moreno Merenda 1:0 für die Einheimischen. Lugano brachte den Ball nicht weg und Merenda bestrafte die Tessiner. Klasse der Abschluss des St. Gallen-Stürmers. Nach knapp einer halben Stunde kam der FC Lugano zu seiner ersten gefährlichen Aktion. Baldo Lopa verhinderte den Ausgleich mit einer Glanzparade. Schütze und Torhüter verdienten sich bei dieser Aktion Höchstnoten. Der Ausgleich wäre den Spielanteilen nachgemessen auch nicht gerecht gewesen. St. Gallen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Moreno Costanzo traf nach 35 Minuten nur die Latte. Kurz vor der Pause. Nochmals St. Gallen mit Winter, dem Sprinter. In der Mitte wusste sich Marchetti nur noch mit einem Foul gegen Merenda zu helfen. Penalty. Sebastian Koller, Pfosten, Moreno Costanzo darüber. Es blieb beim 1:0 zur Pause. Für die Einheimischen eigentlich zu wenig. Die zweite Halbzeit konnte mit der attraktiven ersten nicht mehr ganz mithalten. Beide Mannschaften kamen eigentlich nur noch nach Standardsituationen zu Torchancen. Weder Luganos Baldo noch Hirschi Kupski für St. Gallen konnten aus ihren Möglichkeiten Kapital schlagen. Die beiden Spieler standen auch eine Viertelstunde vor Schluss im Mittelpunkt. Baldo griff Kupski ins Gesicht und dieser zeigte eine Oscar-verdächtige Einlage. Beides sportlich nicht fair. Baldo zahlte mit der roten Karte aber alleine den vollen Preis. Nur Sekunden später St. Gallen mit Mundwiler, Merenda und dem 2:0. Die Entscheidung in der 77. Minute. Es war bereits der 10. Saisontreffer von Moreno Merenda für den FC St. Gallen. Eine Minute vor Schluss schoss Bruno Valente noch das 1:2 für den FC Lugano. Es war das erste Tor einer gegnerischen Mannschaft im neuen St. Galler Stadion. Die Ostschweizer konnten es verschmerzen. Sie feierten den 6. Heimsieg der Saison.